Hey Christian, grüß dich. Hallo. Wir haben uns entschieden, wir werden jetzt unser Haus verkaufen. Okay. Ja, und um ganz ehrlich zu sein, wir haben etwas finanziellen Druck. Wir brauchen jeden Euro. Ja, okay, dann solltet ihr das Ganze einfach maximal professionell angehen. Ich weiß genau, was du meinst. Ja? Ja. Na, ich bin ganz Ohr. Wir haben uns jetzt mit ganz vielen verschiedenen Immobilienmaklern unterhalten. Oha, es bleibt spannend. Ja, und wir werden alle beauftragen. Was? Naja. Zumindest die, die nicht solche komischen Exklusivverträge wollen. Exklusivvertrag? Naja, ein Profi arbeitet nicht anders. Wie? Exklusivvertrag? Ja, das ist ein sogenannter Alleinauftrag. Selbstverständlich arbeitet ein Profi, der dir das beste Ergebnis liefern kann, nur mit einem exklusiven Mandat. Mandat? Wie meinst du das? Na, du willst ja, dass deine Interessen vertreten werden. Nicht zuletzt, weil du einen angemessenen Kaufpreis haben möchtest. Ja klar, genau. Ja, wie soll denn das Maklerbüro maximale Kraft in die Vermarktung deiner Immobilie stecken, wenn es nicht eindeutig auch von dir beauftragt wurde? Verstehe, da ist ja gar keine richtige Motivation da. Ja. Aber viele Maklerbüros haben doch viele Kaufinteressenten. Und die haben dir alle was von vorgemerkten Kunden erzählt? Ja, genau. Oh Mann, also ganz ehrlich, jedes Maklerbüro hat die gleichen Kaufinteressenten. Wieso? Nun ja, wir leben im Zeitalter des Internets. Jeder ernsthafte Kaufinteressent recherchiert selbst und hinterlegt sein Gesuch in den einschlägigen Börsen und wird dann automatisch per E-Mail informiert. Das stimmt. Das haben wir damals auch so gemacht. Genau. Das würde ja sonst bedeuten, ein Kaufinteressent macht seine Kaufentscheidung von dem Maklerbüro abhängig und nicht von seinem Traumobjekt. Ja, das ist ja Quatsch. Genau. Verstehe. Also Exklusivvertrag für ein Maklerbüro mit der besten Marketingpower und das deine Interessen beim Verkauf vertritt. Wow, danke. Aber Hausverkaufen ist eben kompliziert, ne? Ach, das muss es nicht sein.